herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Ich stehe vor einer weißen Wand, zugegebenermaßen diesmal etwas stilvoll beleuchtet. Und das letzte Mal, als ich vor einer weißen Wand gestanden habe, habe ich mich bei euch bedankt. Das war im Juli 2017, vor 3 Jahren. Wir haben jetzt gerade das Jahr 2020. Ja, und diesmal muss ich mich wieder bei euch bedanken. Und zwar diesmal für 10.000 Abonnenten. Wow, total genial. Also es freut mich riesig, dass ihr meine Filme toll findet und dass ihr auch vor allem so reisebegeistert seid. Ja, kaum zu glauben, der Kanal Termi77 ist jetzt innerhalb von 3 Jahren von 1.000 auf 10.000 angewachsen. Das ist der absolute Hammer. Ja, und ich muss an der Stelle natürlich auch dazu sagen, ich möchte jetzt nicht für jeden Tausender Schritt oder für jeden kleinen Meilenstein sozusagen hier Dankesvideos produzieren, aber ich denke mal, bei 10.000 hat es sich auf jeden Fall wieder einmal gelohnt. Denn ich glaube, ich sollte meine Kapazität des Video-Editings und des Video-Producings vielleicht auch eher darauf verwenden, noch andere Inhalte zu produzieren, die vielleicht auch für euch ein bisschen nützlicher sind. Ich habe euch zum Beispiel in der letzten Zeit hier auf meinem Kanal mal gefragt, welche zusätzlichen Inhalte ihr euch auch noch neben den Reisedokumentarfilmen vorstellen könnt. Mit 42% habt ihr für Reisetipps gewotet. Ja, euer Wunsch war mir sozusagen Befehl. Ich plane ab nächstes Jahr mindestens 2 Jahre lang jeden Monat ein Video hochzuladen, mal mit Kurztipps oder naja, je nachdem, was ich da noch so auf der Festplatte habe. Unter anderem soll es auch einen weiteren Reisedokumentarfilm geben, nächstes Jahr natürlich. Ja, und zwar Reisetipps über meine besuchten Länder, Thailand, Namibia, überall, wo ich gewesen bin. Und zwar möchte ich euch dort Tipps für den Erstkontakt geben, damit man sich vor Ort schneller zurechtfindet. Natürlich alles aus meiner persönlichen, subjektiven Perspektive mit Stand der damaligen Reise. Tipps zur Einreise, Tipps zur Anreise, Tipps zum Internet vor Ort, Tipps zur Hotelsuche oder generell zum Übernachten, zum Einkaufen, zum Tanken, zum Verkehr und alles, was ich mir auch vor Ort teilweise einmal aufgeschrieben habe. Ja, ihr seht, es geht auf jeden Fall hier weiter und ja, das soll es an dieser Stelle für den kleinen News-Update bereits auch schon gewesen sein. Vielleicht nochmal einen kurzen Blick zurück. Damals, als ich angefangen habe, diesen, ich sag mal, Bookmark-YouTube-Account als Kanal auszubauen, ja, da kann ich mich noch dran erinnern, morgens im Bett gelegen, halb verschlafen aufs Smartphone geguckt und ich denke mir so, huch Gott, da hatte ich ja jemand abonniert, das ist ja interessant. Und dann ist das so ein bisschen so fast exponentiell am Anfang gewachsen, da waren es plötzlich 10, 20, 40, 100, 200, 400 und ich denke mir, huch Gott. Und der Zuspruch war auf jeden Fall immer mindestens 90% positiv und das ist natürlich auch für mich wieder ein besonderer Kick, auch hier bei diesem Projekt weiterzumachen. Dann liegt es jetzt auf jeden Fall an euch, dem Video hier, wenn es denn auch nur kurz war, einen Daumen nach oben, vielleicht auch nach unten zu geben. Das möchte ich aber euch überlassen. Viel wichtiger ist mir natürlich noch, dass ihr bitte meinen Kanal abonniert und vergesst natürlich auch nicht, diese kleine Glocke noch mit anzuklicken, damit ihr wieder eine entsprechende Benachrichtigung bekommt, wenn ich wieder einmal ein neues Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst bei 100.000 Abonnenten und natürlich viele Grüße aus irgendeinem fernen Land.